Kelei, du bist also wieder unter den Lebenden weilen. Das ist ja eine Riesenbeule. Das war bestimmt ein Wahnsinnsritt durch die Stromschnellen. Nana, das wirst du nicht glauben. Ich war oben auf dem großen Felsen und auf einmal fiel... Geh nicht, Schatz. Ich spreche kein Bärisch. Nein! Nein, nein! Nein! Ist ja gut, jetzt beruhige dich noch, beruhige dich! Kenai! Also so läuft das nicht. Kenai, jetzt hör mir doch zu. Sitka hat das getan. Merkwürdig. Gewöhnlich machen Geister nicht solche starken Veränderungen. Und ach, du liebe gute Güte. Sitka muss etwas wirklich Großes mit dir vorhaben. Ja, ja, ja. Du wirst alles aus einem ganz neuen Blickwinkel sehen. Oh, siehst du schwarz-weiß oder in Farbe? Hey, pass mal gut auf. Du hast dich selbst in diesen Schlamassel gebracht. Wenn du das ändern willst, besprich es mit dem Geist deines Bruders. Du findest ihn auf dem Berg, wo die Lichter die Erde berühren. Vielleicht kannst du deine Fehler wieder gut machen. Aber ich habe nichts Unrechtes getan. Tanana?